ich habe sowas noch nie im Leben gegessen, ich habe es noch nie gesehen, ich habe noch nie, was war das für ein Tisch? Fisch? Tintenfisch oder so, sowas, so mit so vielen Tentakeln und ich habe sowas noch nie gegessen. Klaus hat auch noch nie Tintenfischarme amputiert, aber er erweist sich als Naturtalent. 35 Stück, ja? Ja, 35 Arme, genau. Das mache ich auf, ist gefährlich. Zeig mir doch, ja, und dann mache ich das auf. So, nur auf. So, über den. Geht alles links da. Gehen, hier ja, so, ja. Ne? So, genau. Und dann kann man das. Mit dem Inhalt. Mit dem Inhalt? Dass man das reine Herz. Das Tier lebt doch noch nicht. Nein, das lebt doch nicht. Ach, Quatsch. Wird morgen persönlich erlegt. Guck hier. So, ne? Zack. Und das brauchen wir. Und das tun wir weg. Jedes Mal, wenn ich das aus der Mitte, dieses Filet, rausschneiden muss, dann muss ich ja sein Herz auch rausschneiden. Und das tut mir so leid. Ich bin so tierlieb, das tut mir so leid. Ingrid entwickelt zu ihren Lebensmitteln eine emotionale Beziehung. Oh Gott, nee, das ist nichts für mich, die Amt. Nein, ich, das ist nichts für mich, die Amttiere. Ich fühle mich so als Mörderin. Ich sag das jetzt. So ein Wunder der Natur wird so kaputt gemacht. Nein. So ein Wunder der Natur wird so kaputt gemacht. Ich kann das gar nicht haben. Ja, geh hin und lass dich. Mit dir kann man überhaupt nichts reden. Ja, aber wenn ich das für mich ist das ein Wunder der Natur hier. So eine Auster. Ach, hau ab. Ich denke dann so im Stillen, was führen wir für einen Raubbau an der Natur, an den Lebewesen? Ob wir das recht haben. Da dürfte man gar nichts essen. Überleg mal, du kannst ich alles, ja schon, was. Ich esse ja schon. Ach, ja, ist ja ganz Fleisch. Egal. Also, ist ja, ja, ich esse so. Ja fast nur noch Gemüse. Und Gemüse ist auch Natur. Auch eine ja, Möhre stirbt. So. Ja, das ist alles Leben. Da muss man verhungern, im Grunde genommen. Ach, du verhungerst bestimmt nicht. Ja.